Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Workshop rund um den Forex Bull, den fortgeschrittenen Workshop. Und da geht es dann um den Trendscreener und den Expert Advisor. Und den möchte ich heute vorstellen. So, jetzt erstmal die Frage in die Runde. Kann man mich hören? Bild okay? Sieht man meinen Bildschirm? Und ich sehe eine Frage. Und der Andreas ist natürlich auch da. Sorry, Andreas. Dass ich euch eben im Live-Trading Room rausgekickt habe, glaube ich. Ich weiß nicht, ich habe es nicht mitbekommen, aber ich habe das Webinar ein wenig zu früh gestartet und ich weiß nicht, ob ihr rausgeflogen seid. Wie auch immer, kümmern wir uns heute um den Forex Bull, rund um den Forex Bull. Und von daher möchte ich euch ganz herzlich begrüßen. Ich sehe gerade Andreas, klar, Stimme gut. Und Bildschirm zu sehen, alles gut. Wer ist noch in der Runde? Der Arne, Christoph, oh, der Valentin ist auch da. Herzliche Grüße an dieser Stelle nochmal. Und ja, der Peter ist da, die Maria ist da, auch die Damen sind hier reichlich unterwegs. Sehr, sehr schön. Und dann schauen wir uns heute noch mal den Forex Bull an. Und ich möchte euch heute, wie gesagt, wie gehen wir im täglichen Trading mit den Signalen des Forex Bull um und wie handeln wir diese dann noch und mit welcher Unterstützung, welcher Systeme können wir diese handeln? Und nochmal eine Frage in die Runde. Wer ist zum ersten Mal jetzt mit dabei? Der Christian macht ja immer den Einsteiger-Workshop, wo es dann rund um das Tool geht und ausführlich erläutert wird, ja, was das Tool kann, wie es funktioniert und so weiter. Und deswegen nochmal die Frage in die Runde, wer ist zum ersten Mal dabei? Ich schau mal kurz. Andreas, nicht der Andreas, unser Andreas, sondern ein anderer Andreas. Gestern hattet ihr im Live-Trading beim Fett-Event auch so viele Andreas. Wieso sind eigentlich immer so viele Andreas hier in der Liste? Naja, wie auch immer. Und Andreas, als nur den Einsteiger-Workshop, das ist gut. Und dann steigen wir gleich ins Thema ein. Was ihr auf jeden Fall im Vorfeld beachten solltet, ist ja, zum heutigen Event der Risikohinweis. Alles, was ich hier vorstelle oder gegebenenfalls auch live trade, mit Unterstützung des Expert Advisors, wie auch immer. Selbstverständlich keine Handelsempfehlung. Ihr seid vorher, lest euch den bitte durch, ihr seid für euer eigenes Risiko, für euer eigenes Trading verantwortlich und somit haben wir den Risk Disclaimer auch abgearbeitet, sag ich jetzt mal. Nein, ihr handelt auf euer eigenes Risiko, das wisst ihr alle, die schon länger dabei sind und von daher steigen wir direkt ein in die Thematik rund um den Forex Bull. Was bedeutet der Bull? Was ist der Forex Bull? Der Forex Bull ist ein Tool, was aus historischen Daten anhand einer FTSE-Vektorlogik, anhand einer künstlichen Intelligenz versucht, Kurse in die Zukunft zu projizieren. Das kann man über mehrere Tage machen, aber wir handeln hauptsächlich Intraday, von daher ist es ein reines Intraday-Tool. Und dieses passiert anhand einer FTSE-Vektorlogik. Ganz kurz nochmal erklärt, das ist relativ simpel, das ist eine künstliche Intelligenz. Die Daten fließen rein wie bei allen Systemen. Dann findet eine FTSE-Vizierung statt. Da geht der Chris dann auch immer im Detail nochmal ein, was das alles genau bedeutet. Dann werden anhand eines Regelwerks und bestimmter Kriterien werden dann Bedingungen gebildet. Und dann gibt es eine Defuzifizierung, hört sich jetzt mystisch an, ist aber so. Und dann erhält man mit dem Forex Bull Daten für den heutigen Tag. Prognostiziert anhand der vergangenen Werte. Und dies ist ein, ja, wie die künstliche Intelligenz schon sagt, ein selbstlernendes Tool mit immer neuen Daten, werden neue Pattern, neue Setups und so weiter generiert. Und dieses erfolgt dann im Tool selbst. Jetzt gehe ich nochmal ganz kurz auf das Tool selbst ein. Ich schiebe es mal kurz rein in den. Ich hoffe, man kann es sehen. Jo. So. Und das Tool selbst liefert dann jeden Tag ein Szenario bestimmter Werte, die man ausgewählt hat, mit Long- und Short-Setups. Und
wenn ich jetzt zum Beispiel, das ist jetzt mein Szenario, was ich angelegt habe für mich, und das sind nur die 34 Währungspaare, die wir täglich handeln. Das sind die 28 Major Pairs, Silber, Gold und die norwegische und die schwedische Krone gegenüber Euro, US-Dollar haben wir auch noch mit drin. Und das kann jeder für sich selbst anlegen. Wenn ich jetzt auf alle Werte gehe in diesem Tool, dann zeigt er mir an, Forex Bull. Und jetzt habe ich hier die Kryptos, den DAX. Da habe ich die ganzen Aktien alle drin. Auch diese werden anhand der vergangenen Jahre und historischen Daten ausgewertet. Und dann gibt es halt dann auch bei diesen Werten bestimmte Setups. Da gehe ich gleich nochmal kurz drauf ein. Dann haben wir Forex 24. Das ist natürlich der 24-Stunden-Handel. Da ist wirklich alles drin, was das Herz begehrt. Und ja, da kann man reichlich auswählen. Und wenn man dann zum Beispiel mit der rechten Maustaste hier drauf, Wert zum Szenario hinzufügen, mache ich jetzt nicht, weil mein Szenario ist schon ausgiebig gefüllt. Da kann man sein eigenes Szenario anlegen und das dann abspeichern. Das kann man auch noch für die Rohstoffe machen und die USA. Für die Aktien haben wir, wie gesagt, auch DAX und Dow Jones Aktien mit drin. Auch da kann man sich die technischen Setups und Pattern anzeigen. Und Rohstoffe, ja gut, ob man Intraday, Palladium oder Kakao handeln möchte oder muss, ist mal dahingestellt. Aber sie sind zumindest da mit Setups und Signalen. Und dann kann man sich hier, wenn man alle Werte anzeigt, Kryptos haben wir auch reichlich drin. Auch da muss man natürlich den Spread ein wenig beachten. Ob man diese alle Intraday handelt, Bitcoin und so weiter, sind natürlich die gängigsten. Aber es sind halt viele Kryptowerte enthalten, die man dann auch auswerten kann und sich täglich die Setups anzeigen kann. Und so kann man dann mit der rechten Maustaste sich die Werte auswählen, hat dann sein eigenes Szenario, speichert das dann ab. Und wie gesagt, mein Szenario sieht aktuell so aus mit den 34 Währungspaaren. Und ich bekomme dann jeden Morgen in grün markiert die Long Setups und die rot markierten die Short Setups. Und also die hellroten, das sind, ich klicke jetzt mal auf den US-Dollar, Schweizer Franken, das sind Setups, die traten zwar auf in der Vergangenheit, aber leider nur, und die Trefferquote ist super mit 100%, doch leider trat das Pattern nur dreimal in den letzten zig Jahren auf. Und das ist natürlich statistisch zu wenig. Von daher haben wir die hellrot markiert. DBP, Schweizer Franken, das gleiche Beispiel. Es ist tolle Trefferquote, aber nur sechsmal. Und wenn ich jetzt auf den US-Dollar gegenüber der norwegischen Krone mal klicke, dann habe ich hier ein Setup, das ist schon über 270 oder 271 Mal erschienen, mit einer Trefferquote von 66%. Das ist natürlich deutlich aussagekräftiger als ja, eine Erscheinung von 3, 6 oder 10. Und alles unter 30 ist statistisch nicht wirklich relevant. Deswegen haben wir die ausgeblendet bzw. hellrot markiert. Man kann sich die anschauen und dann hat man jeden Morgen die Setups der einzelnen Währungen. Und ich schaue jetzt gerade in die Box, weil der Thomas fragt gerade, wie viele Szenarien man anlegen kann. Du kannst beliebig viele Szenarien anlegen. Du kannst, wenn ich jetzt sage, zum Beispiel, ich habe jetzt Vektor-Szenario öffnen. Moment mal, also. So, Datei. Einen Augenblick, jetzt hat er sich. Ah, hier ist das andere Fenster. So, jetzt habe ich hier den DAX und Gold und FX 30. Das ist meine Hauptliste. Und ich kann hier, das wird automatisch abgespeichert, so viele Setups speichern, wie ich will. Wenn ich jetzt den DAX aufrufe, dann kriege ich alle meine DAX 40 Werte mit den Setups. Und bei Gold, ich glaube, das war ein Test, können wir mal schnell öffnen. Ich lege ein Szenario an, speichere das ab mit einem bestimmten Namen, öffne dieses und ich glaube, jetzt lädt er kurz ein. Da ist nur Gold drin, okay. Gold hat heute kein Setup, keine statistischen Pattern, nichts. Und ich gehe jetzt mal wieder zurück in mein FX30. So, das müsste eigentlich 34 heißen, aber okay.
Und dann lädt er jetzt meine Liste kurz ein. Das dauert einen Moment. Und man hat natürlich in diesem Tool auch noch verschiedene Möglichkeiten, andere Spezialitäten zu nutzen, wie zum Beispiel die Wochentagsstatistik, die Saisonalitätsstärke und verschiedene Dinge und auch eine Kristallkugel, die man er lädt jetzt noch, deswegen muss ich einen Moment warten. Und dann kann man sich verschiedene statistische Vorteile mit diesem Tool erarbeiten. So, Thomas, ich hoffe, deine Frage ist damit beantwortet. Passt das soweit? Einfach mal den Forex-Bull mal runterladen und testen. Auf unserer Homepage forexbull.de könnt ihr euch das anschauen und dann steht da noch ausführlich beschrieben, wie ihr da vorzugehen habt und so weiter. Und klasse, jetzt lädt er immer noch. Da ist er. So, Zusammenfassung wurde gespeichert. Das ist jetzt mein Szenario von heute. Und wir haben heute auf der Long-Seite viele tolle Signale. Auch Silber ist mit einem Long-Signal dabei. Nur der Forex-Bull, das muss man auch wissen, kennt keine News. Dem Forex-Bull interessiert nicht, ob gestern eine Notenbank-Sitzung war oder nicht. Und durch die fehlenden News, beziehungsweise der Forex-Bull analysiert einfach nur die Daten des Vortages und der Vorvortage und so weiter und so weiter. Und ob da jetzt News kommen oder nicht, er analysiert einfach nur die Bewegungen. Und hier sieht man im Forex-Bull-Tool, das ist ja zum Beispiel ein Gold, haben wir heute ein Long-Pattern. Das ist das zweite. Wir haben zwei Pattern, ein 5-Tages-Pattern und ein 4-Tages-Pattern. Trefferquoten, nur das zweite, interessant, mit 82% hier, Trefferquote, 106 Mal kam es vor. Und hier unten in dem linken Chart, unten sieht man die drei Kerzen der Vortage und die weiße Kerze hier unten, das ist die prognostizierte Kerze des heutigen Tages mit folgenden Werten, Hoch, Tief, Schlusskurs und da oben steht der letzte Kurs. Also das ist die Kerze, die in Anführungsstrichen orakelt wird. Und somit kommt man zu diesen Ergebnissen. Und die statistischen Möglichkeiten, die man hier hat, sieht man dann halt in den Trefferquoten und in der Anzahl Counts. Das ist schön, das kann man für jedes Währungspaar dann halt machen. Und ich schaue jetzt mal Euro GBP, den habe ich heute live gehandelt. Da kommen wir gleich auf den Live-Chart und warum ich das gehandelt habe. Und ja, jetzt hoffe soweit erstmal die Einführung, kurze Einführung in den Forex-Bund nochmal verstanden. Jetzt gehen wir gleich direkt in den MetaTrader, wo wir dann auch den Trendscreener sehen und den Expert Advisor. Ich schaue jetzt mal kurz in den Chat. Ach, Heidrun, guten Morgen, auch da. Sehr schön. So. Stefan, du kannst auf unserer Homepage, den forexbull.de, kannst du das Paket buchen und dann kannst du den entspannt 4 Wochen mal durchexerzieren und testen. Und ja, natürlich ist das eine Entwicklung auch des ja, unser Kooperationspartner. Also da steckt schon viel, viel Arbeit in diesem Tool. Auch was die Programmierung angeht und so weiter. Das ist natürlich alles auch mit viel Aufwand verbunden. Von daher für 29 Euro, schau auf der Internetseite, kannst du ja, einen Pizzabesuch, sagt der liebe Chris immer, und kannst du den Forex Bull einfach mal locker runterladen. So, jetzt schalte ich mal kurz um auf den MetaTrader. Einen Augenblick. So, na, wo ist er? Na? Einen Augenblick bitte. Ja, hat sich der VPS mal wieder verabschiedet. Aber wir sind gleich da. So. Ich schiebe ihn jetzt mal rüber.
Und da sehen wir gleich direkt einen Blick. So, jetzt hat er Hammer. So, jetzt sehen wir hier, nicht verwirren lassen von diesen vielen bunten Farben und den schwarzen Hintergrund, was auch nicht jeder mag, weil die einen arbeiten lieber mit weiß, die anderen mit schwarz. Entspannter fürs Intraday-Trading, finde ich. Ich weiß nicht, Andreas, bist du auch wahrscheinlich noch in der Runde. Du bist ja auch Daytrader und jeden Tag da reichlich unterwegs. Ich finde diesen schwarzen Hintergrund für die Augen einfach entspannter. Gut, das muss jeder für sich selbst wissen. Wir haben jetzt hier viele Farben. Und Andreas im Chat, bevor ich jetzt auf den Trendscreener eingehe, noch ein ganz kurz, Andreas, die Prognose des Forex-Bulls ist immer noch auf eine Kerze gerichtet, Fragezeichen. Nein, die Prognose basiert anhand der letzten, ich sag mal, zigtausend Kerzen, die in der Vergangenheit entstanden sind. Und hat dieser eben eingangs erwähnten Fuzzi-Vektorlogik versucht, der Forex-Bull anhand dieser Logik eine Tageskerze zu orakeln, zu prognostizieren. Und das ist so eine künstliche Intelligenz, die halt selbstlernend ist. Immer neue Kurse von den Vortagen und dann sagt er, okay, in den letzten 20 Jahren kam genau diese Setups vor. Und das heißt, 3 Tage vorher waren diese Kerzenkonstellationen und dann ist es wahrscheinlich mit einer also Prozentzahl von 68%, dass die heutige Tageskerze so aussieht. Das ist natürlich nicht in Stein gemeißelt. Und natürlich durch die künstliche Intelligenz lernt der Forex-Ball auch immer dazu. Das heißt, die Pattern ändern sich natürlich auch ständig. Und von daher muss man das irgendwo mal verstehen. Einfach mal einlesen in das Handbuch vielleicht auch oder auf unserer Internetseite forexbull.de. Und Andreas, Anlagehorizont Intraday. Das ist ein reines Intraday-Tool. Ja, der andere Andreas, genau. Andreas, ich nenne jetzt keinen Nachnamen, aber der andere Andreas. Das ist du kannst im Forexbull auch eine Kristallkugel, ich schiebe den Forexbull jetzt nochmal kurz rein. Du hast hier die Kristallkugel und dann kann man die für verschiedene Werte anzeigen. Wenn ich jetzt den FX305, also dann zeigt er mir, also das ist abgespeichert von mir, zeigt er mir für alle, also für diese ganzen Werte hier, die 5-Tages-Prognose an. Und je weiter man natürlich in die, das kannst du auch für 10 Tage machen, aber je weiter man natürlich in die Zukunft geht, desto, in Anführungsstrichen, schwammiger wird natürlich die Aussage und so unwahrscheinlicher tritt es ein. Also man kann auch für die DAX-Werte, sehr interessant, habe ich auch schon ein paar Mal angeschaut, also für die 5 Tage, ich mache das immer ganz gerne sonntags abends oder montags und schaue mir dann für die Woche, schaue ich mir die 5-Tages-Prognose an. Beim DAX, also bei den DAX 40 Aktien und beim FX, also bei den X-Pairs, und dann schaue ich mir die Prognosen an und dann, ja, dann kristallisiert sich schon raus, was man handeln könnte. Dann haben wir hier noch unter Tools auch noch so eine ADX-Liste. Und das ist auch sehr interessant. Saisonalitäten, Wochentag, welcher Wert hat an welchem Tag die stärksten. Ich mache das jetzt einfach mal und schiebe den mal kurz rüber. Und zwar kann man dann hier, und zwar mache ich das jetzt für Gold. Und weil Gold ist ja immer interessant, weil immer den Friday. Da sind die ganzen Währungen, so. Da sind also reichlich Werte drin. So, da haben wir schon XAU, US-Dollar. So, und da haben wir natürlich, jedem bekannt, Freitag hier in einer 52-Wochen-Tendenz den stärksten Tag der Woche. Na klar, Risiko vor dem Wochenende. Was könnte passieren? Alle gehen in Gold. Alle nicht, aber 60%. In den letzten 52 Wochen endete der Freitag mit einem positiven Schlusskurs in 60% der Fälle. Und das sind alles so Statistiken, die man sich dann hier in dem Tool auch abgreifen kann. Und von daher ist das schon sehr interessant. Aber wie gesagt, jetzt nochmal zurück auf die Intraday-Prognosen. Diese Kerze ist nur für den heutigen Tag im Euro-GBP. Von daher eine im Endeffekt ein reines Intraday-Tool. So, im Chat.
Keine weiteren Fragen. Sehr gut, dann kann ich jetzt wirklich auf den Trendscreener eingehen. Und der Trendscreener sieht wie folgt aus. Wie gesagt, ein wenig bunt und farbig und schwarzer Hintergrund. Hier ist der Trendscreener. Man kann dann der Neuseeländer oder US-Dollar stört nicht. Man kann sich ein beliebiges Währungspaar nehmen und den Trendscreener dann in den Chart ziehen. Dann bekommt man genau diese Liste. Und ich hatte mal kurz schauen, ob er da ist. Ah. Na, ist nicht da. Alles wie, wenn ihr den Forex Bull und den Trendscreener alles bucht, dann bekommt ihr eine E-Mail und da steht alles genau beschrieben, wie man den installiert. Und da gibt es ein Handbuch, ein ausführliches und so weiter. Der Trendscreener auf jeden Fall zeigt euch in verschiedenen Timeframes, die ballern hier die, Entschuldigung, ich sag, die ballern hier die Fragen rein. Funktioniert der Trendscreener auch mit Aktien, Daniel? Ja, klar funktioniert der mit Aktien. Alles, also ich erkläre das jetzt mal in Ruhe. Also der Trendscreener zeigt Trends an. Und wir haben jetzt hier vom Forex Bull die Signale, wenn ich hier gibt ein FXB-Button, alles, die Symbole sind dann grün oder rot hinterlegt. Exakt so, wie sie auch im Forex Bull hier angezeigt werden mit Rot und Grün. Und jetzt habe ich hier die Möglichkeit, nur die FXB-Signale des Tages auszuwerten oder anzuschauen. So, wenn ich jetzt draufklicke, dann sehe ich jetzt hier genau die Liste, die auch im Forex Bull selbst angezeigt wird. Und der Trendscreener zeigt alle Symbole an, die ich in meiner Marktübersicht hier finde oder beziehungsweise hinzugefügt habe. Das bedeutet, wenn ich jetzt hier Aktien hinzufüge, den Trendscreener dann neu starte, dann habe ich auch alle Aktien hier mit drin. Ja, genau. Ja. Ja, Alex, wir kommen gleich zum ER. Keine Sorge, aber wir schauen uns erstmal den Trendscreener an und dann kommen wir zum ER. Ich kann dir im Vorfeld schon sagen, Alex, der ER hat sich bisher nicht weiter verändert. So, was bedeuten jetzt die Zahlen? Rot ist natürlich Short, grün Long, gelb mittendrin. Also, wie werden die Zahlen ermittelt im Trendscreener? Die Zahlen werden ermittelt in verschiedenen Timeframes. Ich habe jetzt hier H1, M30, 15 und M5 Minuten als Start eingestellt. Und das bedeutet, wenn jetzt hier im Neuseeland-Dollar, US-Dollar eine 16 steht, dann bedeutet das, dass der Preis des Neuseeland-Dollar, US-Dollar seit 16 Stunden unter bestimmten gleitenden Durchschnitten notiert. Und die gleitenden Durchschnitte, die leiten sich ab aus dem EMA 20, EMA 50, 100 und 200. Ich bin jetzt hier im M15-Chart und das ist auch das Schöne am Trendscreener. Die Charts sind mit einem Indikator verknüpft mit dieser Liste. Ich habe jetzt hier das Trading-Template, was wir jeden Tag verwenden für unsere Breakout-Strategie praktisch. Und hier haben wir einen Trendchart. Und das Template hier bleibt immer gleich auf 5, M15. Das habe ich im Trendscreener so eingestellt. Und weil wir immer intraday im M15 handeln. Wenn ich jetzt hier auf den Neuseeland-Dollar, US-Dollar H1 klicke, dann sieht man hier im rechten Chart den eindeutigen Abwärtstrend. Und da seit 16 Stunden notiert der Preis des Neuseeland-Dollar, US-Dollar unter allen EMAs. Diese EMAs hier sind ein bisschen feiner, das heißt die hellgrauen, das sind wirklich sehr, sehr kurzfristige EMAs, aber wichtig sind hier die farbigen und er notiert halt seit 16 Stunden, aktualisiert er sich automatisch, auch real-time immer, je nachdem welches Timeframe man eingestellt hat. Wenn ich jetzt M1 hier noch hinzufügen würde, kann man auch machen, dann aktualisiert der Trendscreener sich jede Minute. Und so habe ich dann immer einen schönen Überblick, wo sind die
Trends dann wirklich auch. Und mit diesem Screener habe ich heute Long-Signale, die grünen hier, Symbole, und Short-Signale. Und das ändert sich natürlich immer, dieses farbliche Bild. Ich hatte heute Morgen im Morning Briefing, ich zeig's mal kurz. Hier ist das Morning Briefing von heute Morgen. Und zwar gab es in der Nacht natürlich und nach der Fettsitzung starke Bewegungen in vielen Pairs. Und so sah der Screen heute Morgen aus. Auf der Long-Seite alles rot, auf der Short-Seite alles grün. Das sind natürlich starke Bewegungen. Und hier kann man auch jeden Morgen schön lesen, was wir dann auch handeln. Und das sind dann halt die Charts hier dazu. Und jetzt muss ich dazu sagen, wir haben zahlreiche und wirklich viele, viele Auswertungen gemacht. Und deswegen markiere ich jetzt gerade diesen Text. Wir haben das live gehandelt, das ganze letzte Jahr. Und wir sind zu dem Ergebnis gekommen, dass die Signale des Forex Bull durchaus auch konträr als Trigger für eine Trendfortsetzung genutzt werden können. Das bedeutet, ich habe jetzt hier ein Long-Signal im Forex Bull und die Statistik ist ja noch so schön, aber der Trend ist eindeutig abwärts. Dann handle ich in Trendrichtung und das zeigt mir ja der Forex Bull, der Trendscreener dann an halt, dann handle ich in Trendrichtung gegen das Signal des Forex Bull. Und ja, wie gesagt, wir haben Auswertungen gemacht ohne Ende und das führt zu deutlich verbesserten Performance-Werten, die wir dann auch in Zukunft regelmäßig dann veröffentlichen werden. Entschuldigung. Und ja, so sieht es heute aus. Deswegen haben wir heute GBP-US-Dollar-Short gegen das Signal und Euro-GBP. Alle anderen Währungen, die hier, Neuseeland-Dollar, Austral-Dollar, die waren alle schon, auch US-Dollar, die waren alle schon von den Ranges so groß in der Nacht, dass sich kein sinnvoller Trade mehr ableiten ließ. Somit kommen wir jetzt mal zurück zum Trendscreener. Also das ist der Trendscreener. Den kann man auch wunderbar. Und jetzt zeige ich nochmal, wie man in dem Trendscreener auch unter den Einstellungen kann man hier jetzt wählen. Ich habe jetzt hier die Möglichkeit, erstmal die aktivierten, ich kann auch die weniger signifikanten Signale einblenden. Das sind die unter 30 Erscheinungen, was statistisch nicht relevant ist. Die habe ich jetzt ausgeblendet. Die kann man sich auch mit anzeigen lassen. Die sind dann auch in dieser Liste hellgrün markiert oder hellrot. Und dann habe ich die Möglichkeit, das Timeframe auszuwählen. Für den Intraday-Handel benutzen wir M5, M15, M30 und H1. Aber wenn ich diesen Trend-Screener auch nutzen möchte für vielleicht mal Länge, also Swing-Trades und so weiter, dann habe ich auch die Möglichkeit, mir den 4-Stunden-Chart anzuzeigen lassen, Daily und sogar die Weekly-Indikation. Und das habe ich dann alles hier in der Liste stehen. Aber wie gesagt, für den Intraday-Handel benutzen wir diese Timeframes. Hauptaugenmerk ist immer der M15, weil wir in diesem Timeframe Intraday handeln. Wenn natürlich M30 und H1 auch noch dazu passen, umso schöner. Nichtsdestotrotz, wenn alles so auf Rot steht, heißt das nicht, dass der Trend eindeutig und schön und klar ist. Das muss man dann immer mal durchschauen und das ist das Schöne beim Trendscreen. Wenn ich hier jetzt, ich habe jetzt den Neuseeland-Dollar US-Dollar im H1 jetzt hier. Ich gehe mal auf den M15. Hat er sich ein bisschen beruhigt, da sieht man das jetzt hier. So sieht das dann aus. Und jetzt kann ich hier einfach mal mit diesen Pfeilen hier oben weiter runtergehen. Und dann kommt automatisch immer sofort der neue Trend. Wie gesagt, das ist dieses Handelstemplate. Da kommen wir gleich dann zu, wenn wir den Expert Advisor besprechen. Na, ich mache das nicht kleiner, ich mache das größer. So. Und so kann ich am Morgen schon mit diesem Signal relativ schnell durchgehen. Wo sind schöne, eindeutige Trends? Jetzt kommen wir auf das britische Pfund US-Dollar. Ja, nach der US-Notenbank-Sitzung klarer Abverkauf. Rainbow schön aufgefächert. Klarer Abwärtstrend intakt. Das Tief unterboten. Also das ist der Trend ist schön intakt. Und dann kann ich jetzt aktualisiert. Genau, so. Jetzt kann ich hier einfach mal durchgehen. Das ist Silber von heute. Ja, Abwärtstrend intakt. Aber
Warum habe ich das heute nicht gehandelt? Weil im Silber die Range einfach schon zu groß war. Hier im Template sieht man die 50 Cent Tagesschwankung und er hat in der Nacht schon 37 gemacht. Hier sieht man das ADR High und Low. Das ist schon für den Tag fast zu viel. Und von daher kann ich mit dem Trendtrainer einfach mal ganz entspannt morgens, und wenn ich die Trades morgens vorbereite, das dauert für mich jetzt mittlerweile ja gut, da braucht man ein bisschen Übung für, aber das dauert für mich, ja, ich sag mal 20 Minuten maximal, wenn viele, viele Signale sind. Und wir hatten schon Tage, da waren 20 Signale da im Forex-Pool. Da muss man ein bisschen länger mal schauen und genau hinschauen. Aber mit einem geübten Auge, mit der Zeit, bekommt man einen schönen Blick dafür, was kann man handeln, was kann man nicht handeln. Und so, mal ein bisschen anpassen hier so. Und da kann man einfach schön durchscrollen. Das ist eine feine Sache. So, jetzt schaue ich mal kurz in den Chat. So, Daniel. Genau, also die mit den Aktien, das hatten wir. Nochmal Aktien. Peter, weiß nicht, was du meinst, Peter. Kann man den ja auch so einstellen, dass die Order nur ausgeführt wird, wenn der prognostizierte Trend eintritt? Und kann man dazu noch ein externes Stop-Loss-Tool verwenden? Ja, da komme ich jetzt gleich drauf. Daniel, das zeige ich dir gleich, wie man das handhabt. Und ja. Also nochmal zum Trend-Screener. Ich sag mal, dieses Trend-Screener, deutsch-amerikanisch Trend-Screener oder Trend-Screener, wie auch immer. Auf jeden Fall immer wieder schöne Signale und wie gesagt, wir handeln die jetzt auch konträr zu den Signalen und das bringt auch Performance. Wenn noch Fragen sind zum Trend-Screener, wie gesagt, den könnt ihr einfach installieren. Ihr habt hier die Einstellungen, könnt ihr euch alles aussuchen und so weiter. Und wie gesagt, alles, was hier in der Market Watch, also Market Übersicht hier bei euch steht, zeigt er dann auch hier an. Und ich mache jetzt mal den Forex-Pool hier raus. Dann zeigt er mir nämlich vier Seiten an. Und da habe ich auch auf den letzten Seiten, habe ich auch, na, das sind die, ich habe auch den, was habe ich noch drin hier, den DAX? Ach ne, hier habe ich den nicht drin. Hier habe ich ihn drin. Da sind wir auch schon gleich im Live-Trading. Auch nicht. Den Screener habe ich hier gar nicht eingeblendet. Nichtsdestotrotz, das ist das Live-Trading, was wir heute haben. Und da gehe ich mal zurück auf diesen Chart hier. Und da haben wir den Forex-Bull-Trend-Screener und den Klick auf FXB und nur die Signale des Forex-Bull. So, wie handle ich jetzt diese Signale? Warum habe ich heute Euro-GBP und GBP-US-Dollar long gehandelt, beziehungsweise, short gehandelt? Im GBP-US-Dollar hatte ich schon gezeigt, klarer Abwärtstrend, weiter intakt. So, jetzt haben wir dieses Handelstemplate, was ich vorher schon erwähnt hatte. Da sieht man, ich mache den mal ein bisschen größer. Hier sieht man, die Asia Box. Die Asia Box ist nichts anderes als die Zeit zwischen 0 Uhr und 8 Uhr unserer Zeit. Jetzt muss man immer beachten, dass hier oben die Serverzeit steht. Hier steht 10.34 Uhr. Wir haben es natürlich schon 11.34 Uhr. Wenn ich jetzt hier mal auf die Box gehe, dann haben wir hier 7 Uhr endet die Box. Das ist 8 Uhr unserer Zeit. Das bedeutet, die Box läuft praktisch von 0 Uhr unserer Zeit, 0 Uhr bis 8 Uhr morgens, 23 bis 6 Uhr, sorry, bis 7 Uhr Serverzeit. So, von daher ist das jetzt die Box und die Bewegung, die in der Nacht stattgefunden hat. Und jetzt haben wir noch in diesem Template, was ihr natürlich dann auch, wenn ihr den Trendscreener bzw. den Expert Advisor dazu nehmt, dann haben wir jetzt hier verschiedene Punkte im Chart, die durchaus sehr interessant ist. Das ist einmal das Pivot-Level, diese blaue Linie. Das ist nichts anderes als der, in Anführungsstrichen, der Fingerabdruck des
Vortages, also hoch, tief, low geteilt durch 3. Hoch, tief, close geteilt durch 3. So. Das ist der Fingerabdruck des Vortages, der Durchschnitt im Endeffekt. Und das ist immer eine wichtige Größe, weil wir den auch in unseren Einstellungen haben. Der ist schon für Intraday-Trader durchaus interessant. Und durch den starken Abverkauf gestern liegt der natürlich relativ hoch. Und nach dem nächtlichen Abverkauf, also durch den nächtlichen Abverkauf, liegt der jetzt natürlich relativ hoch. Das heißt, beim Forex-Bull gehen wir so vor. Ich habe es auch im Morning Briefing. Ich zeige es nochmal kurz. Einen Augenblick. So. Hier stehen auch jeden Morgen auf godmortrader.de im Morning Briefing steht die generelle Vorgehensweise zur Umsetzung der Handelssignale. Das heißt, die Asia Range muss erstmal nach oben oder nach unten verlassen werden. Und ganz wichtig, der Pivot Point, den ich eben erwähnt habe, der muss ebenfalls beschritten sein. Das kann man im Algo ausstellen, zeige ich euch gleich. Und das ist immer die Grundvoraussetzung, damit ein Trade überhaupt aktiviert wird. So, der standardmäßige Stop-Loss ist im Algo auch eingestellt. Das ist die Oberkante, also ja, Ober-Unterkante dieser Range. Das heißt, für einen Long ist hier der Stop-Loss standardmäßig hier unten eingestellt, für einen Short standardmäßig die Oberkante. Und das sind so die generellen Vorgehensweisen. Das kann ja bitte jeder mal nachlesen hier. Stop-Loss kann natürlich angepasst werden, je nach Schwankungsbreite und der Größe der Asia-Box. Der standardmäßige Take-Profit ist auch aktuell mit einem R eingestellt. Das liegt an der generell abnehmenden Volatilität in den letzten Monaten. Es geht jetzt nicht um einzelne Tage, wie zum Beispiel gestern, wo es natürlich heftige Bewegungen gab, aber generell hat die Volatilität in den letzten Monaten, wenn nicht sogar schon fast 2 Jahren abgenommen. Das sieht man zum Beispiel im Euro, US-Dollar, der früher, ja, ich sag mal, nach so einem Fed-Event auch mal locker 300, 400 Pips da hingelegt hat. Und die ist jetzt jämmerlich zusammengeschrumpft auf tägliche, ich glaube, was sind es mittlerweile, ja, lass mich lügen, ich weiß, 50 Pips oder sowas. Das ist verschwindend gering. Und die Volatilität hat so stark abgenommen, dass wir gesagt haben, um den Take-Profit zu erreichen, brauchen wir einen R. Wir haben natürlich, ein 1 zu 1 ist nie gut, aber wir haben den statistischen Vorteil mit dem Trend, mit den Signalen des Forex-Bull. Und somit haben wir eine Trefferquote, die deutlich über 50% liegt. Von daher ist das aktuelle Profitniveau von einem R durchaus gerechtfertigt. Sollten die Volatilitäten wieder anziehen, werden wir natürlich auch im Algo ganz einfach das anders einstellen und dann arbeiten wir vielleicht wieder mit 2R, wie wir es anfangs auch schon mal ge getan haben. So, zurück in den Live-Chart. So. Einen Blick mal bitte. Schau in den Chat. Alex, ach, Alex schreibt, aber ist schon weg. Ja, genau, Forex Bull Top. Ja, sagt er mir. Alex, da müssen wir nochmal drüber sprechen. Du hörst mich jetzt zwar jetzt nicht mehr, aber ich schreibe dich nochmal an. Und Ulrich, was bedeutet ein R? Ein R ist ein Risiko-R. Also, das ist immer eine gute Frage, aber was bedeutet ein R? Also, wenn ich jetzt einen Trade eingehe, dann ist generell diese Box hier ist mein Risiko. Und wir sind ja jetzt beim britischen Pfund. Ich habe jetzt einen Short-Trade laufen und ein R bedeutet, ich zeichne das mal. Ich bin jetzt nicht der Künstler hier im MetaTrader mit Zeichnen, aber das ist die Box, die wir in der Nacht haben. Und diese Box ist mein Risiko. Jetzt brauche ich, um einen Take-Profit von einem R zu verdienen, brauche ich jetzt mal Pi mal Daumen und dicken Hammer, genau diese Größe der Box. Das heißt, der Kurs müsste bis hier unten laufen und dann habe ich genau dieses eine R-Risiko verdient. Was bedeutet ein R? Ein R ist ein Risiko, ja, und das kann je natürlich unterschiedlich vom Konto und Depot sein.
wenn ich pro Trade 1% von meinem Depot einsetze, dann ist ein ER gleich 1%. Aber ich kann natürlich auch wenn ich viele Trades habe, dann sage ich, okay, ich riskiere pro Trade nur 0,2% oder 0,3%. Und dann verliere ich aber nur dementsprechend 0,2%. Aber die 0,2% sind trotzdem ein R. Das muss man verstehen. Wer sich schon länger mit den Börsen beschäftigt. Also ein R heißt nicht ein R-Prozent, also 1% Verlust auf dem Depot. Ein R bezieht sich immer auf den Trade selbst und das ist mein Risiko. Und mit wie viel Prozent ich von meinem Depot dann in diesen Trade reingehe, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Nichtsdestotrotz, und deswegen kann man das immer so schön in R auch messen, das ist ein R. Wenn der Kurs jetzt hier oben durchgeht, dann habe ich ein R verloren. Entweder mit 1%, 2% oder aber vielleicht auch nur mit 0,2%. Und von daher, das muss ich mal wieder wegmachen hier. So, von daher hoffe ich, die Frage, Ulrich, ist beantwortet. So, Volker, beim GBP Western liegt der Pivot heute doch oberhalb der ASA Range. Ja, genau, der Pivot Point muss unterschritten werden und die ASA Range muss unterschritten werden. Und wenn der Pivot Point hier oben liegt, dann ist sie ja von vornherein schon unterschritten. Also von daher, Pivot Point hier oben, ASA Range, also die Bedingungen, ich gehe jetzt mal direkt auf den Expert Advisor. Ach so, da muss ich erstmal reinziehen. Hier haben wir dann auch hier, wenn ihr die Dateien in die entsprechenden MetaTrader-Terminal kopiert habt, dann habt ihr unter Experten einmal dann auf Aktualisieren klicken. Dann habt ihr dann hier den MetaTrader, den Expert Advisor und dann habt ihr hier die Einstellung. Das sind erstmal die Voreinstellungen, die wir jetzt drin haben. Und die sind natürlich damals programmiert worden und wir haben die angepasst. Das kann jeder für sich selbst machen. Ich will jetzt gar nicht im Schnelldurchgang alles durchgehen. Ich lade jetzt mal unsere Liste, die wir immer verwenden, und zwar nicht 1,5, das haben wir jetzt, muss ich mal ändern, das ist jetzt ein R. Das sind unsere Standardeinstellungen für den Expert Advisor. So, hier oben haben wir eine Magic Number. Die muss immer für jeden Trade, für jedes Währungspaar unterschiedlich sein, sonst kommt es durchaus zu Komplikationen. Dann haben wir hier die Handelszeiten, die man einstellen kann. Wir haben keinen Start drin, weil der Start beginnt immer hier mit dieser Linie am neuen Tag. So, Ende der Handelszeit generell 23 Uhr, sage ich jetzt mal, also 0 Uhr Serverzeit. Und man hat einen Timestop. Den kann man ein- oder ausschalten. Das Interessante bei dem Timestop ist, dass man sagt, okay, wenn in den USA ab 20, also wenn ich hier 20 Uhr eintrage, dann bezieht sich das auch auf die Serverzeit. Und 20 Uhr bedeutet 21 Uhr unserer Zeit. Wenn ich hier merke, okay, da ist nichts mehr los in den USA, ich will alle meine Trades um 20 Uhr beenden, dann stellt man hier einen Timestop ein. Und dann werden aber auch, das muss man wissen, alle Trades, alle, die noch offen sind, egal ob im Gewinn oder im Verlust, werden automatisch vom Expert Advisor geschlossen. So, und jetzt kommen wir deswegen zu dem R nochmal, Ulrich. Hier haben wir die Möglichkeit, die Lot Calculation einzugeben. Und ich nutze natürlich, viele nutzen auch eine fixe Lot Size, das kann man auch einstellen, aber es macht natürlich Sinn, das prozentuale Risiko zu nutzen, weil da kann ich mein Konto, mein Depot am besten steuern. Und wenn ich jetzt sage, okay, ich klicke mal doppelt, fixe Lot Size brauche ich nicht, ich nutze das prozentuale Risiko und das kann ich jetzt hier eingeben. Und wenn ich jetzt hier sage, ich habe 10 Trades am Tag, dann, oder ich habe 10 mögliche Trades am Tag, dann frage ich mich, wie viel möchte ich maximal von meinem Konto verlieren? Und jetzt mal auf Deutsch gesagt, wenn alle 10 Trades in die Hose gehen und ich mal mit meinem 0,3% pro Trade arbeite, dann hätte ich im Worst Case wirklich 3% meines Depots verloren. Und da arbeiten wir aktuell mit einem täglichen maximalen Verlust von 1,5%, maximal in Ausnahmefällen mal 2. Also so zwischen 1,5 und 2% Tagesverlust kann man akzeptieren. Und man muss natürlich auch dazu sagen, dass nicht immer alle Trades aktiviert werden. Und von daher
ist man dann, also mit einem maximalen Tagesverlust von 1,5, 2% ist man gut unterwegs. Und wenn ich jetzt 10 mögliche Trades habe, dann verteile ich das einfach beim, ich sage jetzt mal, maximalen Tagesverlust von 2%. Dann gebe ich hier eine 0,2 ein. Und dann habe ich, wenn alle 10 Trades, was statistisch unwahrscheinlich ist, in die Hose gehen, habe ich maximal 2% verloren. Und somit kann ich mit diesem Expert Advisor wunderbar, wirklich exzellent, mein Risiko pro Tag, pro Depot, also pro Konto und Tag steuern. Und das ist ganz elementar, finde ich, in dem Expert Advisor, weil man muss sich keine Gedanken mehr machen, wie rechne ich jetzt die Lot Size aus und so weiter. Das passiert alles automatisch, indem man das eingibt. Ich sage, okay, ich will 0,2% verlieren. Und wenn die Trades ausgelöst werden, dann errechnet er automatisch die entsprechende Lot Size und es wird dann ge gehandelt. Das ist eine feine Sache. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, nochmal Ulrich. Ich schaue mal kurz in den Heidrum muss schon wieder weg. Ja, Heidrun, bleib doch auch gesund. Alles Gute, viel Erfolg heute. Ciao. Okay, die Heidrun Stammgast bei uns hier auch immer im Devisenradar-Webinar am Mittwoch. Und ja, deswegen, Heidrun, alles Gute. Ulrich, zu deiner Frage, Einstieg. Hier kann man einstellen. Einstieg Pivotpunkt, Einstieg Asia-Range. Das alles entscheidend ist, also aus unserer Sicht, dass diese beiden Punkte erfüllt sein müssen. Das heißt, der Kurs muss unter die Asia Range sacken, muss unter dem, also für einen Short, unter dem Pivot Point notieren, erfüllt, Trade hier ausgelöst. Ja, das sind die beiden Bedingungen. Und wir hatten damals, als wir den EA programmiert haben, hatten wir auch noch die Idee, einen EMA einzuschalten. Und von daher, das hat sich jetzt mit dem Forex Bull Trend Screener erledigt, weil die gleitenden Durchschnitte brauchen wir jetzt nicht mehr unbedingt für einen Einstieg. Ich wähle schon im Vorfeld aus, anhand der Charts, die ich eben gezeigt habe, mit den Trends in den entsprechenden Timeframes. Ich wähle schon im Vorfeld aus, welche Währungspaare will ich überhaupt handeln. Von daher, man kann es machen. Der Algo wird dann darauf reagieren. Man kann hier verschiedene Perioden einstellen und so weiter. Hier stellt man dann die Ether Range ein mit den verschiedenen Zeiten, die ich eben erwähnt habe. 23 Uhr Start, 7 Uhr Ende bezieht sich natürlich auf die Serverzeit. Und das bedeutet 0 Uhr bis 8 Uhr unserer Zeit. Um 8 Uhr startet dann der europäische Handel. Und dann kommen auch ich sag schon, die Tommies hätte ich jetzt schon fast gesagt. Die Great Britain kommt dann hinzu irgendwann am Vormittag und dann geht's ab. Und ja, Start Asia Range Montag kann man auch noch einstellen. Ja, falls am Wochenende viel passiert, kann es natürlich, weil der Forex-Markt startet natürlich am Sonntagabend schon und da kann natürlich zu heftigen Ausschlägen führen. Da haben wir gesagt, okay, wir starten die Asia Range hier, diese Box hier, starten wir erst später, 0:15 Uhr. Man kann auch 2 Uhr einstellen. Ja, kann jeder für sich selbst entscheiden. Und jetzt kommen wir nochmal zu der Frage von Ulrich, zu dem einen R. Und jetzt kann man hier man kann auch noch ein Trailing einstellen, wo der Stop dann immer nachgezogen wird. Je höher der Kurs oder je tiefer der Kurs fällt, kann man einen Trailing Stop noch einschalten. Das ist natürlich alles auch im Handbuch ausführlich beschrieben. Und jetzt kommen wir zu einem ganz entscheidenden Punkt. Also hier ist der Profit, ne, mit 1,5 R. Das ist unser Standard-Template. Ist es nicht? Wieso? Ne? Oh, einen Augenblick mal. So, jetzt haben wir es. Nee. Das ist ein falsches Terminal. Okay. Normal steht jetzt hier ein R, weil wir runtergegangen sind. Und jetzt kommen wir zu einem ganz entscheidenden Punkt. Und zwar zum Stop-Modus. Wo lege ich den Stop-Loss? Der Stop-Loss liegt standardmäßig hier oben an der Oberkante, also bei diesem Short jetzt heute im British Pfund US-Dollar liegt der Stop hier oben auf der Oberkante der Asia Range. Okay, das heißt, wie ich eben schon eingezeichnet habe, brauche ich diese Box hier ungefähr in dieser Größenordnung dann für ein R, um ein R Gewinn zu machen. So, jetzt kann ich natürlich schneller in den Take Profit kommen. Ich rufe das gleich nochmal auf, ich zeige es nochmal kurz ein. Jetzt kann ich natürlich schneller in den Take-Profit kommen,
Also das ist die ursprüngliche Box. Pi mal Daumen, sage ich jetzt mal so. Diese Box brauche ich, um dieses Risiko ver zu verdienen, wenn der Stop-Loss hier oben liegt. So, jetzt mache ich das mal einen Blick. Ach, diese MetaTrader-Zeichnung. So, wenn ich jetzt aber, ich schiebe das mal hier rüber, wenn ich jetzt aber den Stop-Loss hier hinlege, am Open Price, ne, kann man ja machen, ist er geringer, aber unwesentlich. Ich kann aber auch mit dem Algorithmus, also mit dem Expert Advisor, kann ich auch den Stop-Loss hier hinlegen, an das Vortagestief. Und jetzt zeichne ich diese Box nochmal neu. Und wenn ich jetzt hier einsteige, oh, noch einen Blick, so, ich muss das mal so machen. Vortagestief könnte ich ja meinen Stop-Loss auch hinlegen. Dann würde der Trade hier aktiviert. Hier würde der aktiviert und ich hätte ein Risiko in dieser Größenordnung. Da wäre ich schon fast hier unten im Take Profit gewesen. Das heißt, ich kann über den Expert Advisor wunderbar und exzellent auch mein Risiko steuern. Und je nach Tagesstart, der Open Price, der kann auch hier liegen. Ich kann auch beim Expert Advisor sagen, okay, wenn der Pivot Point jetzt hier in diesem Bereich liegen würde, kann ich dem Expert Advisor sagen, einen Blick, wo ist er? So. Öffnet er jetzt. Achso, ich habe ihn. Achso. Ich kann dem Expert Advisor an dieser Stelle sagen, hier Stop-Modus, da habe ich verschiedene Auswahlmöglichkeiten. Tageshoch, Tagestief. Das sind zum Beispiel jetzt hier Punkte vor Tageshoch. Kann ich auch auswählen. Das kommt jeden Tag auf die Konstellation der Kurse auch an. Wo lag das Vortageshoch? Wo lag das Vortagestief? Das muss ich entscheiden. Hier Vortagestief kann ich jetzt auswählen. Dann wähle ich Vortagestief. Dann setzt er den Stop-Loss genau an diese Marke und berechnet natürlich dann auch automatisch die richtige Positionsgröße. Und dann bin ich relativ schnell im Gewinn, aber auch relativ schnell im Verlust, weil hier der Stop liegt ja schon hier. Also es ist nicht weit weg. Je enger ich den Stop wähle, desto schneller im Gewinn, aber auch erhöhtes Risiko. Und von daher kann man über den Expert Advisor wunderbar, und das finde ich wirklich genial, also wirklich, das sind die genialsten Punkte, prozentuales Risiko vom Depot wunderbar schön steuern und auch den Stop-Modus. Und da muss man, das muss ich ehrlich sagen, man muss im Laufe der Zeit einfach ein bisschen ein Auge und ein Gefühl dafür entwickeln, wie schätze ich die Märkte ein. So, und ich mache jetzt hier mal ich hoffe, die hat er nicht gespeichert, jetzt hier die blauen Kästchen, so weg damit. Und ich mache jetzt das hier mal ein bisschen in die andere Richtung. So. Und wenn ich jetzt mal durchgehe, wie gehen wir jeden Tag vor? Ich habe es heute ganz eingangs schon erwähnt. So, ich schaue mir den Trendscreener an und dann habe ich jetzt hier ganz oben stehen den Neuseeland-Dollar, US-Dollar. Die Range, ja, das ist genau, was ich sagte, das geschulte Auge sieht, die Range ist in der Nacht schon zu groß. Und wir haben dieses wunderschöne Template mit den ganzen Vortageshoch, Open Price, Pivot Point und so weiter, haben wir natürlich auch für euch. Steht euch natürlich zur Verfügung. Und jetzt hat man hier oben einen wunderschönen Überblick. Also, ADR Value, was bedeutet das? 51 Pips hat dieses Währungspaar in den letzten 10, glaube ich, oder 14 Tagen im Durchschnitt am Tag absolviert. Rauf oder runter, wie auch immer. 51 Pips Tagesschwankung im Durchschnitt. Wenn aber das Währungspaar in der Nacht-Session von 59 Pips macht, dann sieht man, und das ist die ADR, ja, was hier oben steht, ADR Value 51 Pips, der ist dann ausgereizt. Das bedeutet, die durchschnittliche tägliche Schwankungsbreite ist bereits abgearbeitet und dann muss man nicht zwingend mehr einen Trade eingehen. Und na, sicherlich kann es dann auch mal Tage geben, gerade auch im British Pfund Yen zum Beispiel, wenn auch die tägliche Schwankungsbreite dort schon bereits erreicht ist, dann geht es auch ab und zu mal, wenn es mal richtig läuft, das Dreifache nach unten oder nach oben. Aber
Rein statistisch haben wir den Vorteil, wenn wir sagen, okay, die tägliche Schwankungsbreite von 51 Pips ist abgearbeitet. In der Nacht, gerade die ozeanischen PS Australdollar, Neuseelandsdollar, wenn die durch ist, dann muss ich da nicht zwingend Trade eingehen, weil man sieht es auch heute wieder. Ja, die Range ist durch und vielleicht fällt er hier nochmal runter, aber er wird nicht entscheidend nochmal 100 Pips draufpassen, packen. Von daher, mit dem geschulten Auge sieht man, okay, da muss ich jetzt heute nicht handeln. Also gehen wir weiter durch. Australdollar, US-Dollar. Auch da im Australdollar, wie gesagt, Range in der Nacht schon durch mit 72 Pips. Daily Range 70 Pips. Auch uninteressant, schon am Morgen gewesen. Und jetzt kommen wir zum GBP US-Dollar. Man muss wissen, die ADR-Ranges, die verschieben sich dann mit dem Chart. Wenn man sich das am Morgen anschaut, dann sah das noch also nicht breiter aus, sondern je weiter der Kurs fällt, desto niedriger wird die obere Range dann auch. Das ist hat mathematische Gründe, will ich jetzt auch gar nicht näher darauf eingehen. Aber auch hier sieht man Daily Range im Schnitt 68, 37 in der Nacht. Und deswegen Trend eindeutig intakt, wie man hier sieht. Und ja, wie man jetzt in den letzten 15 Minuten, schön, dass ihr live dabei seid, läuft dieser Trade wahrscheinlich gleich in den Take Profit. Denn wir haben, und jetzt zeige ich mir, mache das schöne Rechteck nochmal ein. Wir haben diese Range hier. Jetzt trage ich immer nach unten ab. Ja, das ist noch ein bisschen weit, also ist noch ein Stück, aber kurz unterm ADR-Low, auch gerne abgeholt, das ADR-Low kurz durch und dann doch wieder hoch in die Range rein. Also von daher recht optimistisch und deswegen haben wir oder ich habe den heute gehandelt, British Pfund, US-Dollar. Und da, wie gesagt, da muss man ein Auge für bekommen. Ich schaue mir immer diesen Chart, also generell erstmal den Trendchart. Wenn das so ein Zickzack hin und her ist, unschön. Aber dann der Blick auf dieses Trading-Template sagt mir, okay, durchschnittliche Schwankungsbreite 68 Pips. Mal ein bisschen so. Und jetzt sieht man hier oben die Werte, die Range bisher 61 Pips und so weiter. Und die Zahlen sind eindeutig. Wir haben noch Luft nach unten, mindestens bis hier. Und vielleicht geht es noch einen Tick tiefer. Von daher war das währungsbar durchaus zu handeln heute. Und jetzt gehe ich nochmal auf den Euro GBP. Der ist natürlich konträr. Wir haben heute beide Short gehandelt. Von daher, aber der Euro, man weiß nie. No. Interessant. So, von daher, die Zeit rennt schon wieder. Jetzt schaue ich nochmal in die Box. Falls noch Fragen sind, bitte jetzt. So, Daniel. Kommen wir jetzt gleich. Okay, Volker hat mir Barber. Kann man das eher? Ja, Daniel, du kannst. Für jedes Währungspaar, wo du den Algo ansetzt, kannst du einstellen, ob du eine fixe Lot Size handeln willst oder prozentual. Das kannst du bei jedem Trade im Algo einstellen. Ja, auf jeden Fall. Ja, den Timestop, genau, den Timestop. Also, das ist folgendermaßen. Also, ich zeige es nochmal ganz kurz. In einem, ich ziehe jetzt nicht hier den Algo rein. Achso, doch, kann ich machen. So, ich zeige es nochmal. So, die Dinger kann man sich abspeichern und dann lädt man die einfach. So, wenn du jetzt hier, und deswegen hatte ich ganz am Anfang gesagt, es ist wichtig, dass man eine Magic Number vergibt. Das heißt, wenn ich jetzt ein bestimmtes Währungspaar, egal was, handeln möchte, gebe ich hier eine Nummer ein. Da klicke ich doppelt und gebe jetzt hier, da kann ich 20 Stellen eingeben, ist es völlig egal. Egal. Die muss halt nur unterschiedlich sein zu den anderen Trades, die man macht. Völlig egal. Und jetzt kann ich hier für dieses, also auf das Währungspaar, wo ich diesen Algo in Anführungsstrichen ansetze, da kann ich sagen, okay, der Timestop ist nicht 20 Uhr, sondern 21 Uhr oder 19 Uhr. Und beim nächsten Währungspaar stelle ich eine, okay, da ist der Stop 23 Uhr. Das kann ich einstellen, wie ich möchte. Fakt ist nur, für jeden Trade eine andere Nummer eingeben und dann kann ich für diese Trades
alles eingeben, wann ich wie ich möchte. Ob fixe Lot Size oder verschiedene Time Stops und so weiter. Kannst du für jeden Trade selber einstellen. Stefan. Ja, ich weiß nicht, Stefan, bist du jetzt gerade erst dazugekommen, aber im Trend Screen Along, klar, GBP US-Dollar hatte ich ja ausführlich erklärt. Trend eindeutig abwärts. Wir handeln auch die Signale mittlerweile konträr zum Forex Bull. Und der Trend war eindeutig abwärts und ja, Short. Okay, Volker, wird die Kontogröße zu berechnen? Nein, Volker, du brauchst keine. Wird die Kontogröße zur Berechnung der angesprochenen Werte eingegeben? Nein, brauchst du nicht. Der Expert Advisor hat eine Kontogröße. Und im MetaTrader hast du, da musst du nichts mehr eingeben. Ich zeige es jetzt nochmal kurz. Zieh dir nochmal rein. So, hier habe ich die Möglichkeit. Lot Calculation. Wenn ich jetzt sage, prozentuales Risiko. Der Expert Advisor bezieht sich immer auf deinen aktuellen Kontostand. Also nicht auf die Equity, sondern auf den letzten Kontostand. Und da brauchst du nichts eingeben. Das ist dein letzter Kontostand. Und dann sagt er, okay, du hast noch, ich sage mal, 5.000 Euro auf deinem Konto und du sagst hier 1%, dann wären es beim Stop-Loss 50 Euro. Und bei 4.000 Euro 40 Euro. Das ist relativ simpel. Du brauchst keinen Kontostand eingeben, nichts. Das ermittelt er vollautomatisch. Kann ich die Trades auch manuell platzieren und selbst den Stop-Loss und Take-Profit bestimmen? Ah, Stefan, das ist eine gute Frage. Ich meine, das kannst du schon machen. Die Frage ist nur, du kannst jetzt, wenn ein Trade läuft, abbrechen hier, so. Wenn ein Trade läuft, kannst du manuell natürlich mit der Maus, kannst du ganz locker auch den Stop-Loss verschieben und anpassen. Nur ich weiß nicht, ob das der Sinn der Übung ist, weil, wie gesagt, den Forex Bull kannst du als Indikator nutzen. Du bekommst die Signale. Und mit dem Trend-Screener hast du dann die Möglichkeit, ja, es zu verfeinern. Und ich sag mal so, wenn jetzt hier zum Beispiel ein Long-Signal vorliegen würde, also GBP US-Dollar Long-Signal, und wenn der Trend jetzt auch noch Long wäre, dann könnte man sogar überlegen, ob man nicht in einer solchen Position das Risiko ein wenig erhöht, vielleicht von 0,2 auf 0,3%, weil sowohl der Forex-Bund sagt Long, als auch der Trend sagt Long. Doppeltes Signal im Endeffekt. Von daher muss man das immer täglich mal genau schauen. So, letzter Blick in die Runde. Sind schon durch. Die Glocken klingen schon. 12 Uhr mittags. So, ich hoffe, es hat allen gefallen. Und dann würde ich mich an dieser Stelle jetzt auch verabschieden und sagen, wir hören uns nächste Woche wieder im Morning Briefing. Also wir sehen uns. Ja, ihr könnt jeden Morgen das Morning Briefing lesen, so wollte ich sagen. Und nächste Woche hören wir uns dann wieder im Devisenradar-Webinar und auch 2 Wochen spätestens, wenn der Einsteiger-Workshop wieder stattfindet. Da bin ich dann auch mit dabei zum Ende und mache dann nochmal mit dem Chris zusammen einige Minuten. Und dann freue ich mich auf euch und sage vielen Dank in die Runde. Bis dann. Ciao.